Keine frischen Seiten, peinlich. Die Seiten sind nicht das größte Problem hier. Ich kenne mich da nicht so aus, vielleicht kennt ihr euch da ein bisschen mehr aus. Ist das jetzt in, sich schlecht die Haare blond zu färben und... Loro, kannst du Zabex nächstes Mal aus dem Satter-Hugo-Video rauseditieren? Egal, was er jetzt sagt, ich will's gar nicht hören. Würden wir heute umsonst alles im Club... Ist das Zabex, Alter? Stark, stark. Nee, der sieht viel zu fresh aus. Oh nein, Digga. Ich kenne mich da nicht so aus, vielleicht kennt ihr euch da ein bisschen mehr aus. Ist das jetzt in, sich schlecht die Haare blond zu färben und... Loro, kannst du Zabex nächstes Mal aus dem Satter-Hugo-Video rauseditieren? Egal was. Bro, ich hab. Na. Was er jetzt sagt, ich will's gar nicht hören. Papa Platte. Lässt er sich gerade wieder die Haare blondieren oder was macht er? Oh, warte mal, Zabix hat mich angerufen. Was will denn der? Weil, wenn er rangegangen wäre, hätte ich ihm sagen können, dass, hallo, Sie bester Freund Kevin. Yo, neun bester Freund Zabix, wie geht's dir? War ich nicht vorher auch auf Platz 7, Bro? Nee, du bist gesunken. Okay, warum? Wegen dem Frisuren-Gag. Okay. Das ist witzig, genau deswegen rufe ich nämlich an. Du hast ja nämlich gesagt, dass Loro mich da nächstes Mal bitte nicht reinschneiden soll, Kevin. Ich kann dir aber auch die Info weiterleiten, das wird definitiv wieder passieren, weil ich habe ihn bestochen, ich habe extra gesubbt bei ihm dafür, dass er mich reinschneidet. Ich bin nur drin, weil ich es verlangt habe. Ja, ich habe das Gefühl, dass es wirklich passiert. Ja, ist es auch. Ich verspreche es dir, ich bin in seinen Stream gegangen, habe gesagt, schneide mich bitte mal wieder rein. So, ich war jetzt schon länger nicht mehr drin, dann habe ich gesubbt und dann hat er es gemacht. Das ist nicht dein Ernst. Doch, verspreche ich dir 100 Pro, ist nicht gelogen. Kein Scheiß. Ey, Zabex, ey, ich hoffe, dir wird mal demnächst wieder die Goldkette weggenommen. Ich trag sie nicht mehr, Kevin. Oh Mann, ey, ja, besser ist, Digga, besser ist. Nee, ich wollte einfach nur sagen, ich meinte halt rausschneiden aus dem Format, weil du zu fresh bist, weißt du? Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass du das meintest. Irgendwie, doch. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass du das meintest. Doch, genau das meinte ich. Ich habe den Clip ja noch offen. Warte, ich spiele ihn einfach nochmal ab. Vielleicht kennt ihr Haare blond zu färben und die Haare blond zu färben. Er haut auf den Tisch. Atmet aus, laut. Loro, kannst du Zabex nächstes Mal aus dem Satter-Hugo-Video rauseditieren? Egal, was er jetzt sagt, ich will es gar nicht hören. Ich habe da jetzt irgendwie nichts von Fresh rausgehört. Ja, ey, Mike, das ist ein bisschen out of context. Okay, dann glaube ich's dir. Dann danke, dass du fresh findest. Perfekt. Dann finde ich deine Haare auch fresh. Das steht dir sehr gut, das Blond. Danke, Bro. Deine Haare sind auch fresh. Hast du überhaupt noch welche? Ja, gerade noch so, Kevin. Naja, gut, geil. Ey, Bro, dann wünsche ich dir einen wundervollen, ne? Ich dir auch. Siebt bester Freund, Kevin. Alles klar, 12 bester Freund, Zabex. Ciao, ciao. Ja, fick dich. Oh, Mann, ey. Gut, wisst ihr was? Er ist Platz 13. Scheiß drauf. Und ja, ich habe noch Haare, wie man hier sieht. Ich habe extrem viele Haare, wie man hier sieht. Wie ein Vogel, guck mal, ich sehe aus wie so ein V, Digga. Ich sehe aus wie ein V, der so seine Haarpracht ausbreitet. So sehe ich aus, ja! Hier, wo bin ich? Guckt es euch an. So, die Haare wie ein V. Ja, wie ein Pinguin.